Hallo, mein lieber Steinbock, hier ist Tanja und ich habe heute deine Tarotkarten für 2022 für dich. Wenn du meinen Kanal abonnieren möchtest, worüber ich mich sehr freue, dann klick bitte auch auf die kleine Glocke und danach auf alle, wie du hier siehst. Und das ist für dich wichtig, weil du dann alle Informationen bekommst, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Und für mich ist es auch für meinen Algorithmus wichtig. Live-Readings gibt es bei mir übrigens auch, allerdings sind die drüben auf meinem englischen Kanal. Den Link dazu findest du unten in der Info. Dann fangen wir gleich mit deinem Reading an. Du hast im Jänner den Hanged Man. Das kann jetzt verschiedene Bedeutungen haben. Für die einen von euch wird das einfach sein, dass ihr noch etwas warten müsst, dass es Verzögerungen gibt bei den Dingen, die ihr euch wünscht. Für andere kann das ein starker Perspektivenwechsel sein, dass ihr ein neues Paradigma in eurem Leben zulasst, eine andere Denkweise, dass es eine neue Wohnung gibt, wo ihr dann wirklich eine andere Perspektive habt. Vielleicht wart ihr vorher im Erdgeschoss und dann seid ihr plötzlich ganz oben. Also das ist ein starker Perspektivenwechsel, aber meistens im übertragenen Sinne gemeint. Was es auch heißen kann, ist, dass ein paar von euch vielleicht zu jemand anderem sagen, du kannst eigentlich einen Kopfstand machen, ich mache trotzdem nicht, was du willst. Ja? Im Februar hast du den Stern, das ist meine Lieblingskarte, das ist ganz toll, weil da kriegst du die göttliche Führung und dein Guiding Star bringt dich sozusagen an diese schöne Quelle und bei dieser Quelle ist etwas ganz Tolles für dich drin. Das kann jetzt etwas sein, was du eben gerade brauchst, das kann Geld sein, das kann ein Auto sein, das kann ein Coaching sein, das kann alles Mögliche sein, ja, aber es ist auf jeden Fall etwas Gutes, was da im Februar zu dir kommt. Im März haben wir die Welt umgekehrt. Vielleicht bist du der Welt ein bisschen müde, der Welt ein bisschen überdrüssig, ja? Vielleicht hast du schon Lust, dich ein bisschen zurückzuziehen. Es bedeutet auch oft, dass einfach gewisse Türen noch nicht offen stehen, durch die du gerne gehen würdest. Das würde auch dazu passen, dass im Jänner ja der Hanged Man da war, der eigentlich sagt, naja, du musst noch ein bisschen warten, es ist einfach noch nicht die göttliche Zeit. Ja? Im April hast du die zwei Stäbe, da kannst du dich entscheiden. Möchte ich zu Hause in meinem gemütlichen Kämmerlein bleiben oder möchte ich gerne rausgehen ins Abenteuer? Und was erleben. Diese Entscheidung wirst du treffen und wenn du hinausgehst, dann ist das natürlich etwas sehr Fruchtbares. Ich hoffe, du siehst das hier auf der Karte, es ist ein bisschen klein. Das wäre der Stab, der symbolisiert Zuhause bleiben, weil er hier anbefestigt ist mit Metall. Und das wäre der Stab, der sagt, ja, ich gehe raus in die große, weite Welt, ich stürze mich ins Abenteuer. Ja? Du stehst hier vor der Wahl, du kannst nehmen, was dir besser, ja, was dir besser gefällt. Im Mai hast du die 6 Kelche. Mit den 6 Kelchen kommt entweder jemand aus deiner Vergangenheit retour. Manche sagen, es ist ein Ex, der zurückkommt. Ich finde, das muss nicht immer sein. Das kann auch einfach sein, dass jemand, mit dem du seit 35 Jahren nicht gesprochen hast, der mit dir in der Sandkiste gespielt hat, auf einmal anruft und sagt, hey, wollen wir nicht wieder auf einen Café gehen? Ich wäre gerade in deiner Stadt. Ja? Das ist so die Karte, wo man sich an früher erinnert, wo man nachdenkt über die Vergangenheit und wie schön oder vielleicht auch wie schlecht das damals war. Im Juni hast du das Ass der Schwerter. Du wirst hier in einen Club aufgenommen, initiiert. Das kann ein Sportverein sein, das kann ein Kleingartenverein sein, das kann eine Firma sein, die dir einen Job anbietet. Auf jeden Fall wirst du hier für irgendetwas aufgenommen oder du wirst geehrt. Es kann auch manchmal sein, dass man mit dieser Karte einen Preis gewinnt, ja, für seine Leistungen und seine Verdienste. Im Juli hast du The Judgment Card, ja. Das ist ein bisschen ein Wake-up-Call, das heißt, für manche ist das so ein bisschen ein Schubs vom Universum, so jetzt wäre es aber dann langsam Zeit. Also das ist eine Karte, die dich in Aktion rufen soll, die dich aufwecken soll, falls du gewisse Sachen verschlafen hast, ja, die du einfach nicht bemerkt hast. Und das Universum sagt dann, hallo, hier, da wäre was Wichtiges, worauf du achten musst, ja. Das kommt dann im Juli. Im August hast du die Königin der Schwerter. Diese Karte ist super für alles, was mit Worten und Sprachen zu tun hat. Vielleicht bist du hier ein Übersetzer für andere Sprachen, vielleicht schreibst du ein Buch, vielleicht musst du Verhandlungen führen, die sehr schwierig sind. Hier mit dieser Energie schaffst du das aber trotzdem, weil mit dieser Energie findest du die richtigen Worte zur richtigen Zeit und kannst dich perfekt ausdrücken. Im September kommt ein kleiner Herzschmerz auf dich zu. Das kann jetzt natürlich etwas Kleineres oder Größeres sein, das kann ich dir nicht sagen, weil das für jeden unterschiedlich ist von euch. Für manche ist es einfach, dass sie ein goldenes Armband verlieren, das sie sehr, sehr mochten. Für andere ist es, dass ein Haustier vielleicht verstirbt oder krank wird. Für andere ist das was noch Größeres. Ja? Aber auf jeden Fall, es gibt hier etwas, das dich traurig macht im September. Im Oktober kommen die 7 Kelche. Die 7 Kelche sind eine Karte, die
eine Auswahl bieten. Das heißt, du stehst hier vor vielen, vielen Optionen. Dir steht es frei auszuwählen, was du möchtest. Und du kannst in jedem dieser Kelche etwas finden, das dich weiterbringt. Ja? Weil wenn es eine schwierige Aufgabe ist, dann lernst du etwas dran. Und es kann natürlich auch eine tolle Belohnung sein. Im November haben wir den Knaben der Münzen. Der ist einer, der bringt Messages, also Nachrichten von Geld, das hereinkommt. Ja? Das kann kleines Geld sein, es kann sein, dass du 100 Euro im Lotto gewinnst oder so. Es kann auch sein, dass eine Erbschaft reinkommt, dass du eine Mitteilung bekommst, dass du eine Gehaltserhöhung kriegst. Kann alles Mögliche sein, aber es ist auf jeden Fall eine Botschaft, die mit Geld zu tun hat. Im Dezember hast du die 9 Münzen. Das ist die totale Wunscherfüllung. Das Universum gibt dir hier genau das, wonach du dich immer gesehnt hast. Ja? Das ist wirklich eine ganz tolle Karte. Hier ist alles möglich. Auto, Haus, Uhr, dein Lebenspartner, den du dir immer gewünscht hast. Alles ist im Dezember möglich und manche von euch haben ja auch im Dezember Geburtstag. Also das würde gut passen. Und bitte mach dir nicht zu viele Sorgen wegen dieser einen negativen Karte im September. Ja? Weil nur weil wir mal einen Herzschmerz in unserem Leben haben, heißt das nicht, dass wir nicht heilen können. Ja? Und ich möchte das sozusagen, dass du weißt, dass du von dem, was dir passiert, heilen kannst. Und zwar ganz einfach deshalb, weil das Universum dir nie eine Aufgabe stellen würde, die zu groß für dich ist. Ja? Also das Universum schickt dich nur durch die Aufgaben und Schwierigkeiten, die du auch wirklich meistern kannst. Ja, das war mein Reading für dich. Falls du abonnieren möchtest, freue ich mich natürlich. Ein Like würde mir auch sehr gefallen. Und ja, wenn du mir sagen möchtest, wie dir dieses Reading gefallen hat, kannst du unten gerne einen Comment hinterlassen. Ich beantworte immer noch alle Comments, auch drüben auf meinem englischen Kanal, der schon ein bisschen mehr Abonnenten hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Baba!